Es ist ein Spiel mit der Realität. Wow, das ist irgendwie, irgendwas ist anders. Eigentlich könnte man auch sagen, aus Stroh wird Stein. Wir wollten ja bewusst fünfgeschossig bauen, wir wollten die Messlatte hochlegen. Wir haben gesagt, wir wollen zeigen, dass wir als Leuchtturmprojekt, dass wir es schaffen, in Deutschland mit allen harten Anforderungen, die das deutsche Baurecht so vorgibt, dass wir da diese Hürde meistern. Dieses Haus schützt das Klima, weil es eben auch CO2 bindet mit dem Holz, mit dem Stroh. Das finde ich faszinierend und deswegen hoffe ich, dass ganz viele Menschen zukunftsfähig bauen. Macht das nicht Sinn, zum Beispiel für Kindergärten oder Schulen, um auch jungen Menschen, die ja quasi aufwachsen, sehr früh auf sehr einfache Art und Weise mitzugeben, wie man auch ökologisch und nachhaltig bauen kann? Ich glaube, das kommt gut an. Dafür wird es einen Markt geben und die Notwendigkeit dafür gibt es allemal. Also mit diesem Haus sind wir so zufrieden, dass wir sagen, wir würden das nochmal machen. Also auch genau so machen. Für mich ist der Ausblick des Strohballenbaus auch der, das als Beispiel für einen Wertewandel zu betrachten. Es geht darum, Umweltschutz zu betreiben. Also Stroh ist der Stein der Zukunft in dem Sinne.